Ich finde es cool, dass es jemanden gibt, der auch kleiner ist als ich. Ich merke mir heute den Abend. Ich liebe dich, der Ritter. So, ich tue mich ja auch immer ein bisschen schwer mit Dialekt, weil für mich ja auch Hochdeutsch Dialekt ist. Aber mein Dialekt ist, spiegelt sich so wieder, dass ihr hin und wieder rülpsen muss mit dem Wort. Vielleicht kommt es vor. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist der 12.06.2012, Sie schauen Slam TV. Mein Name ist Hase und dies sind die Nachrichten. Washington. Das Hallenbad ist zu. Washington. Überraschenderweise hat sich die USA heute Morgen selbst bombardiert. Grund dafür, die Russen haben die Schwerkraft ausgeschaltet. Köln. Bei seinem Besuch in Köln erlitt der Papst eine schwere Rückenverletzung, als er versuchte, einen aus dem Publikum geworfenen Rosenkranz aufzuheben. Jetzt ist ein Kreuz im Arsch. Dabei müsste doch selbst der Papst wissen, dass man damit rechnen muss, dass irgendwas im Arsch landet, wenn man sich in Köln bückt. Neues aus der Wirtschaft. Neues aus der Wirtschaft. Der Bär besteigt die Bullen. Terrorististan. Al-Qaida gründet eine eigene Fluggesellschaft. Lufthansa. In der Presseerklärung heißt es, Lufthansa sei die erste Fluggesellschaft, bei der die Piloten nüchtern und die Stewardessen Jungfrauen seien. Das glaubt wird Islamist. Vorerst fliegt Lufthansa zweimal wöchentlich von Kabul nach Kabum und von Islamabad nach Bombay. Finanzen. Nach der Krise in Griechenland steht Italien nun auch von ihr bankrott. Angela Merkel empfiehlt den Italienern nun Deutsch zu lernen, um die Ufer des Boots zu bewohnen, damit sie jetzt endlich begreifen, dass sie im Arsch sind. Politik. Endlich gute Nachrichten aus der Politik. Heinz-Christian Strache ist tot. Nach einem misslungenen Auftritt beim Dialekt-Slam lautete der erfolglose Straßenpoet Mario Tomic. Hier rechts im Bild. Dem FPÖ-Politiker auf und brachte ihn mit seiner Ausländerlichkeit um. Frau Dr. Susanne Winter befürchtet nun auch Ausländerlichkeitsanschläge auf ihre Person. Daher ist sie nun in ein Iglo gezogen, um zu verhindern, dass sie von anderen Ausländern um die Ecke gebracht wird. Das waren die heutigen Nachrichten. Nach einem Werbespot geht es weiter mit Sport. Na, willst du nicht auch einfach mal deine Alte mal köpfen, um dir ein unvergessliches Wochenende mit ein paar 16-jährigen ukrainischen Prostituierten zu gönnen? Na, denkst du nicht auch einfach mal daran, deine Oma auszugraben, um ihr mal all das zu bieten, wozu dein Opa nie imstande war? Na, bist du nicht auch einfach mal mit deinem Auto an einer Grundschule vorbeigefahren und wolltest jemand per Anhalter mitnehmen? Es gibt Gedanken, die sind so schmutzig, da hilft nur eins. Kopfwäsche bei Scientology. Zahl dich heute noch reich. So. Und an dieser schönen Waschmittelwerbung wenden wir uns nun dem Sport zu. Wetterraten. Bei der diesjährigen Wetterrate-WM wetteten die deutschen Wettexperten von Wetten.de gegen die österreichischen Wettenasen von Wett.at. Das Finale wurde im Städtewetterraten entschieden. Wetter.at gewann das Duell durch exakteres Raten von Wetter.athens. Beim Wetterratenlauf um Platz 3 gewann die Wetterraten aufgrund der Disqualifizierung der Wetterahnen, da Wetterahnen eben nicht dasselbe wie Wetterraten sei. Geschirrspülen. Der erste Spieltag der neuen Saison brachte einige Überraschungen mit sich. So gewann der Außenseiter Ajax aus Amsterdam gegen den letztjährigen Meister Proper. Im Endspiel gewann der Serbe Miloš Telavašić gegen den Finnen Mika Tassinen und sein Lassen, dass es sauber sein in zwei Kaffeesätzen. Der letzte, der das Endspiel noch einige Untertassen fallen ließ. Beim Spülmaschinen-Derby zwischen AEG und Miele kam es zum Spülabbruch, da der Strom ausgefallen war. Tierkreuzen! Beim Tierkreuzen gewann der volltrockene Schotte Old Strinky am nächsten Morgen mit einem Hundekater. Die Vogelspinne wurde disqualifiziert, da sie keine Flügel vorweisen konnte und in der Disziplin Katzengruß gewann ein Tigerhai. Arschlochversammlung! Übermorgen wird der neue Weltrekord im Arschlochversammeln aufgestellt, und zwar beim Begräbnis von Heinz-Christian Strache. Es werden mehr verfickte Arschlöcher zu sehen sein, als es einem schwulen Brauner gibt. So weit vom Sport, weiter geht's mit Wetter. Das Wetter ist beschissen. Es ist kalt und wird früh dunkel.
Die Gerüchteküche hat schreckliche Sturzenswolken in die Welt gesetzt. Meteorologen befürchten nun, dass die Gerüchte sich über ganz Europa verbreiten könnten, falls die Alpen den Rand nicht halten. Und auch heute ist mit Menstruationsniederschlägen zu rechnen. Da empfehlen wir natürlich, nicht ohne Tampons vor die Türe zu gehen. Die Kirche empfiehlt selbstverständlich, Menstruation mit Schwangerschaft zu bekämpfen. An der Stelle noch ein Tipp für alle Männer. Eheringe sind keine Damenbinden. Das war's vom Wetter. Wir werden uns, wenn es besser wird. Danke. Ja, grüß euch. Ich komme aus dem Land, da redet man so einen Dialekt, dass der Landeshauptmann mit Wiener Fußballspieler Englisch redet, damit man versteht. Platter heißt der auch noch. Platter geht's nicht mehr. Und ich möchte noch ein bisschen aus dem Land erzählen, so damit man ein bisschen persönlich kennenlernt. Habe ich jetzt einmal Zeit, aber keine Einfälle gehabt. Nachher bin ich auf den Waldrummelplatz gegangen. Ist mir aber zu viel los gewesen, haben wir gedacht, Lummel statt Rummel und bin wieder heimgegangen. Haben wir daheim ein Fassel aufgemacht und haben dichtet. Ist aber nichts dabei rausgekommen. Ich will mich jetzt aber dafür nicht rechtfertigen und entschuldigen müssen. Das kann schon mal passieren. Ich bin auch leider ein armer Hund mit Heuschnupfen und Kreuzwehr, der nichts erlebt. Muss halt wieder die Sprache erheben. Mit der habe ich ja schon als Kind am liebsten gespielt. Sonst haben wir ja nichts gekannt seinerzeit nach dem Krieg in die Berg, auf dem Dorf in der 16-Kopf-Familie. Urbale Schuhe für alle, aber allein im Winter. Im Sommer sind wir gekrochen und die Fußsohle schonen. Haben 3 Stunden gebraucht, bis ich in die Kirche gekrochen bin. Dort habe ich wenigstens knielen dürfen. Haben aber allein ein Knie gehabt. Das zweite Knie haben wir auch gehoben für schlechtere Zeiten. Daheim unter dem Bett, neben dem Einmachglasler mit der Omas Nierenstirn. Kann man alles einmal brauchen, hat Martin heute gesagt. Und mir war eine Frage, wenn man Nierenstirner zum Spielen gekriegt hatte seinerzeit. Aber nein, nix. Lein Naht und Schafschart und Sonntag Schwarzbrot. Scheißzeit, habe ich gesagt. Versündigte Git, hat Mama gesagt. Uns hat nichts gefallen, wir haben eine glückliche Kindheit gehabt. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Stimmt, habe ich gesagt. Weil das Vorstellungsvermögen habe ich auch unterm Bett verstaut. Neben einer Schmuckschatulle mit Opas Goldzent. Für schlechtere Zeiten. Bin übrigens lieber am Rücken als am Bauch gekrochen. Seit ich mir bei der Küchentierschwelle die linke Brustwarze angenippelt habe. Da habe ich jetzt ein Loch. Das ist aber ganz praktisch, da kann man allerhand einfüllen. Auf Vorrat, für schlechtere Zeiten. Haben wir jetzt einmal einen Tischstaubsauger reingefüllt. Haben wir gedacht, Sauberkeit, das kann nicht schaden. Sauberkeit haben wir uns nicht leisten können, hat Mama wieder gesagt. Ist alles ohne sauber gegangen. Dreck war alles, was wir gehabt haben. Dreck und es ist nichts. Dreck und ins. Kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, dass man sick hat. Hat ja jeder alles, nur sich selber. Ist manchmal richtig philosophisch gewesen, meine Mama. Hat mir mal alles sagen darf. Das hat sie ganz narrisch gemacht. Scheißdreck, alles Scheißdreck, hat sie geschrien. Macht doch im Morgen nicht voll die Philosophie, leih den Kopf da amisch. Hat ihre eigene Philosophie gehabt, meine Mama. Hat sich übrigens in die Brust gehabt, quergelegt, der Tischstaubsauger. Hat gejuckt, gedruckt und war lästig, hat mich beim Griechen behindert. Und gesurrt hat er auch noch dauernd. Gesurrt. Das ist was anderes. Hab nicht mehr schlafen können. Hab noch kein Bett gehabt, ich und meine 15 Geschwister. Sei auf dem Estrich gelegen. Bauern haben wir uns keine leisten können. Hart liegen ist gesund, hat Mama neulich gesagt. Und schlafen können Sie, wenn es pragmatisiert seid. Wir sind 3 Schichten aufeinander gelegen. So haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Es hat 15 zum Quadrat oder so unterschiedliche Schlafkombinationen gegeben. Ich bin am liebsten auf der Lara und unterm Gunter gelegen. Aber das war wieder eine andere Geschichte. Braucht jetzt ja auch mit Familiendetails. War ja persönlich und lang genug. Muss man ja noch ein paar Ideen aufheben für schlechtere Zeiten. Okay. So, habe ich gedacht, ein Dialekt habe ich drauf. Ja. Sibirisch. Das ist ein Dialekt, den nur Chief und ich beherrschen.
Und zwar ist es die Art und Weise, wie man spricht, wenn man 7 Bier getrunken hat. Siebierisch. So. Aus meinem nie veröffentlichten Buch How I Left Your Mother. Menschen, die mich kennen, die wissen genau, ich trinke nicht viel. Ich trinke oft. Aber in Maßen. Schließlich sagte mein Vater immer, er sagte immer Junge. Auch zu meiner Schwester. Junge, wenn man in Maßen trinkt, dann kann man trinken, wie viel man will. Ich bin aber auch gerne einfach so betrunken und stehe auf Bühnen, ohne mir was anmerken zu lassen. Diesmal aber nicht. Bin bloß betrunken und habe Bock auf Karaoke. Meine Schuld, dass ich betrunken bin. Den ganzen Tag habe ich komplett nüchtern begonnen, wobei komplett nüchtern etwas zu übertrieben ist oder untertrieben oder irgendwas trieben. Dafür habe ich aber kalt geduscht. Hilft. Und dann gab's Frühstück. Eier aus Speck. Spektakulär Speck. Und jede Menge Orangensaft. Orangensaft. Das war so viel Orangensaft, das war dermaßen viel Orangensaft, dass ich direkt einen halben Liter Wodka hinterher kippen musste. So viel Orangensaft war das. Schlussendlich war ich blau wie ein Schlumpf und stürmte in eine Karaoke-Bar. Und da sang ich meinen Sexualstraftäter-Entführersong. Den kennen vielleicht einige. Dazu müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Ich halte eine attraktive Frau in meiner Wohnung fest, zum Zwecke meiner Männerfantasienerfüllung, und zwar um sie zu meiner Sexsklavin zu machen. Nun gehe ich in meine Wohnung und muss dann feststellen, dass sie sich zu entfesseln versucht und fliehen möchte. Diese Situation habe ich immer vor dem Kopf, wenn ich meinen Sexualstraftäter-Entführersong performe. Der geht folgendermaßen. Wo willst du hin? Du bist immer macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Ich halte dich fest. Such dich nur etwas. Und dann wurde ich unterbrochen. Unterbrochen von einem Schreitgefecht zwischen Daniel und Jack. Daniel und Jack, die merke ich mir noch. Daniel sagte zu Jack. Ich fick deine Mutter. Daraufhin sprang Jack auf und antwortete, ey, ich fick deine Mutter. Im Gegenteil zu Daniels kam Jacks Aussage allerdings sehr glaubhaft rüber. An Daniels Stelle würde ich mir Gedanken um den Ruf meiner Mutter machen. Wobei ich kenne die beiden eigentlich, sie sind harmlos. Jack ist eigentlich Daniels Bruder und heißt ursprünglich Jakob, lässt sich aber immer wieder Jack nennen, damit sie, wenn er mit Daniel unterwegs ist, den Spitznamen Jack Daniels bekommen. Jedenfalls zerschleppten die beiden meine Show. Ich sprang also auf und wollte den beiden erst einmal Benehmen beibringen. Plötzlich sprang mir aber der Günther entgegen, der Rausschmeißer, packte mich an der Schulter und sagte, die sind es doch nicht wert. Natürlich sind sie es nicht wert, sagte ich, die sind es nicht wert zu leben. Und gab ihm mein Handy und dann sagte ich, du rufst jetzt die Polizei an und sorgst dafür, dass sie auch noch einen Krankenwagen vorbeischickt. Und ich finde erst einmal mit den beiden raus, für wen die Polizei kommt und für wen der Krankenwagen. Günther appellierte an mein Gewissen und sagte, du bist doch ein intelligenter Typ, mach mal langsam. Ja, ein intelligenter Typ, sagte ich, von wegen. Hätte ich bloß jedes Mal, wenn mir jemand gesagt hat, dass ich ein intelligenter Typ bin, bloß 1 Euro bekommen, dann wäre ich jetzt sicherlich 16 oder 17 Euro reicher. Günther riet mir, mich zu beruhigen, hielt mir ein Glas klarer Flüssigkeit entgegen und sagte, trink das erst einmal. Ein Schnaps kommt immer gut, dachte ich,
und trank das Glas aus. Und dann stellte ich fest, es war bloß mit dem Mahlwasser. Pfui! Ich brauchte dringend Weißwein, um noch einen vernünftigen weißen Spritzer hineinzubekommen. Den restlichen Abend verbrachte ich, indem ich mir der Reihe nach Rum, Scotch, Whisky und dann nochmal Wodka reinhaute, da mich halt eben Günther die ganze Zeit der Reihe nach mit Cola, Kaffee und letztendlich auch Red Bull versuchte munterzuhalten. Irgendwann kam er zur Vernunft und spendierte mir endlich ein Bier. Ich hatte ja schon mehr Gösser getrunken, was mir eigentlich schief ist, aber egal, das Bier tut immer gut. Mir war aber eher nach Desperados. Und kaum hatte ich den Tequila in mir, wollte er auch wieder raus. Ich stopfte mir noch schnell die Zitrone in den Mund und hoffte einfach nur noch, dass ich es zur Toilette schaffen würde, bevor sich noch meine ganzen Konsumierungen den Weg durch Nasen- und Ohrenlöcher bohren würden. Ich würgte mir alles raus, selbst den Speck. Ich sprach so heftig, ich glaubte, ich konnte fühlen, wie sich meine Augen von Schädel lösten und rausplatzen wollten. Als ich in den Spiegel schaute, waren meine Augen so stark angeschwollen, dass die Falten meiner Augenränder parallel mit der Falte hier verliefen. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Der hier. Ich glaube, ich bring das eh nicht zu Ende, Tief. Ich glaube, ich mache einfach Schluss. Dankeschön.